Das ist ganz schön heftig. Eine Internetseite wird innerhalb von wenigen Monaten zu einer der meistgeteiltesten Internetseiten auf Facebook und Twitter. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und nachdem diese Seite so erfolgreich geworden ist, hat man sich natürlich gefragt, wer steckt denn hinter dieser Seite? Und das war lange Zeit nicht klar. Und das finde ich schon ein bisschen erstaunlich. Denn eigentlich gibt es in Deutschland eine Impressumpflicht. Das heißt, man muss sagen, wer für eine Seite verantwortlich ist. Aber die Betreiber der Seite, die aus Deutschland kommen, haben es halt lange geschafft, ihre Identität zu verschleiern. Übrigens gab es eine Art Kopfgeld für denjenigen, der Informationen zu den Machern der Seite beschaffen konnte. Aber wie schon gesagt, jetzt hat man endlich herausgefunden, wer dahinter steckt. Und das steht jetzt auch im Impressum der Seite drinne. Und auch ich finde, dass es sehr bemerkenswert ist, wie schnell diese Seite so bekannt geworden ist. Innerhalb von kürzester Zeit hat sie die beiden zuvor meistgeteiltesten Seiten, Spiegel Online und Bild.de, überholt und wurde sogar öfters geteilt als diese beiden Seiten zusammen. Was macht denn diese Seite so erfolgreich? Sind es die Beiträge, in denen es meistens um Tiergeschichten geht oder Geschichten um Menschen, die das Herz ansprechen? Sind es wirklich diese Geschichten? Oder ist es die Auswahl der Geschichten? Die Geschichten werden übrigens dazu gekauft. Also die Macher, die schreiben nicht selber die Geschichten. Sicher sind die Geschichten auch ein Grund, dass die Seite erfolgreich ist. Allerdings hat man es geschafft, die Seite wirklich sehr gut zu vermarkten, bekannt zu machen. Und dazu zählt natürlich auch ein bisschen Glück. Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, etwas zu vermarkten. Und es zeigt auch, wie wichtig es ist, Leute zu finden, die das, was man einem mitteilen möchte, weitersagen. Die Beiträge von Heftig und Co. mögen ja sehr interessant sein. Und wenn du sie teilen möchtest, dann teile sie. Allerdings ändern sie nicht dein Leben. Es gibt aber etwas, was dein Leben ändert. Und das ist die Liebe Jesus. Und die Liebe Jesus ist wirklich sehr heftig. Und sie ist es wert, geteilt zu werden. Also, bitte teile doch auch die Liebe Jesus. Gott segne dich.